Nein, ich wollte mir doch eine Diamanthose machen. Ah, na super, jetzt darf ich erstmal wieder Diamanten farmen. Halt, nicht zu so schnell. Wie du deine Dias wiederholen kannst, das zeigen wir dir nach dem Intro. Hallo liebe Minecraft-Player und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Mod-Vorstellung von Damanis97 in Kooperation mit dem Team vom Crafting Terminal. Und heute geht es um diese Modifikation, ja genau, Survival Helper. Und ich habe sie auch schon ein bisschen im Vorintro quasi vorweggenommen. Und zwar kann man mit dieser Modifikation zurückcraften, also Dinge wieder zurückcraften. Und zum Beispiel haben wir jetzt hier gerade diesen Diamantbrustpanzer, den packen wir mal ins Crafting-Feld und wir bekommen die 8 Diamanten zurück. Aber das ist noch nicht das Einzige, was wir zurückbekommen, sondern wir bekommen auch aus Werkzeugen oder Waffen die Sachen wieder zurück. Hier zum Beispiel aus der Diamantspitzhacke die 3 Diamanten. Beim Eisen werden es halt die 3 Eisen. Und beim Holzschwert hier die beiden Eichenholzbretter. Dann hier die beiden Feen. Dann bei den Rüstungen bekommen wir halt die Sachen, mit denen wir das eigentlich auch craften, wieder. Dann können wir uns wieder einen Holzbalken quasi zurückcraften, indem wir einfach 9 Holzbretter zusammenlegen zu einem Block und dann bekommen wir einfach wieder einen Holzstamm quasi wieder. Finde ich relativ praktisch, weil manchmal macht man sich einfach zu viel Holz und dann merkt man, ach, ich brauche doch wieder ein paar Balken, aber na gut. Dann können wir uns aus einem Wolleblock die 4 Feen wiederholen. Auch richtig praktisch. Dann aus einem Zaun bekommen wir wieder die 2 Stöcker wieder. Eigentlich müssten es ja mehr Stöcker sein, aber naja, wieso? Dann aus der Werkbank bekommen wir die 4 Holz wieder, aus dem Dispenser und aus dem Ofen bekommen wir 8 Cobblestone wieder. Dann aus der Tür bekommen wir die 6 Holz wieder und aus dem Amboss bekommen wir die 25 Eisen wieder. Aus dem Plattenspieler bekommen wir quasi den 1 Diamanten wieder. Und was ich richtig gut finde, aus der Endertruhe bekommen wir die 8 Obsidian wieder. Ja, die sind ja mal ein bisschen schwierig zu bekommen oder naja, dauert ja etwas und finde ich eigentlich relativ praktisch. Und dann kommen wir hier noch zu den beiden besonderen Kisten. Und zwar können wir uns aus einer Magma Cream und einem Stock 16 Fackeln machen. Aus Feuer können wir uns auch 16 Fackeln machen. Und aus einem Stock und Lava, einem Lava-Eimer oben drauf, bekommen wir auch 16 Fackeln. Aber wie bekommen wir jetzt eigentlich Feuer im normalen hier Survival? Wie bekommen wir das? Ganz einfach. Und zwar legen wir hier Feuerzeuge hin und da Niederstein, Niederstein und in der Mitte Lava-Eimer und schon bekommen wir 8 Feuer und aus diesen 8 Feuern oder ja, Feuerstücken quasi, können wir uns dann auch ein Kettenhemd machen. Ja, das geht dann jetzt auch. Können das anziehen und dann sehen wir so richtig schick aus. Das bekommt man dann normalerweise ja nur im hier im Creative Mode oder halt bei Hunger Games oder so und so weiter und so fort. Ja, das geht dann jetzt auch. Ich finde, diese Modifikation ist richtig gut, weil man verkraftet sich ja dann doch mal des Öfteren und merkt dann, ach scheiße, ich wollte dann doch lieber das wieder haben. Und ich finde, die ist eigentlich richtig praktisch. Installieren tun wir das dann natürlich wieder mit dem Craften-Terminal und wie das geht, zeige ich euch gleich. So, und da sind wir dann jetzt ja auch schon bei der Installation. Ich bin zwar gerade schon im Craften-Terminal, aber für euch wird die Seite so aussehen. Also craften.de, sie ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach raufklicken und euch hier den Craften-Terminal kostenlos herunterladen. Nach der Installation klickt ihr dann einfach hier oben auf Client, wählt eure richtige Version aus, in diesem Fall 1.6.2. Dann klicken wir einfach hier ins Suchfeld. Ihr könnt natürlich auch einfach hier durchscrollen, aber ich klicke einfach mal hier rein und suche nach Survival Helper. Ja, das reicht schon aus, denn so viele Mods mit SU gibt es nämlich nicht. Und deswegen klicken wir einfach hier drauf, also ein Doppelklick. Und dann ist es bei gewählten Mods schon drin. Nun bekommen wir hier natürlich auch nochmal eine kurze Beschreibung. Und hier sehen wir auch schon, es benötigt auch noch Forge, damit der Mod halt funktioniert. Wir klicken wieder ins Zufeld und suchen nach Forge. Da ist es auch schon, wir wählen hier Forge aus. Ein Doppelklick genügt und es ist auch wieder bei gewählten Mods drin. Nun können wir natürlich auch noch andere Mods nehmen, zum Beispiel Too Many Items, Optifine oder andere Mods, je nachdem wie ihr wollt. Nun klicken wir einfach auf Version ändern. Dann öffnet sich gleich der neue Minecraft Launcher, denn wichtig ist zu sagen, wenn ihr mit den Mods, also mit den installierten Mods, die ihr über das Crafting Terminal installiert, müsst ihr jedes Mal in den Crafting Terminal reingehen und einfach hier auf Minecraft starten klicken. Für den einen oder anderen ist das vielleicht gut oder für den einen oder anderen wieder schlecht, aber ich finde das eigentlich sogar relativ praktisch, weil so kann man im normalen Minecraft Launcher trotzdem seine Mods drin haben, die man vielleicht so speziell installiert hat und die es hier vielleicht nicht gibt und einfach der Crafting Terminal legt keine Ahnung wo einen Ordner an, aber
das Texture Pack oder andere Sachen könnt ihr halt immer noch über den Punkt Minecraft Ordner ändern. Wir klicken dann, ihr müsst dann natürlich hier noch eure ganzen Daten eingeben. Dann klicken wir einfach auf Launch und es funktioniert alles einwandfrei. Also die Mods werden einfach hier nur rüber installiert und wir müssen halt Minecraft nur über den Crafting Terminal starten. So, da sehen wir auch schon, Minecraft startet sich ganz normal. Es dauert vielleicht ein bisschen länger als über den normalen Launcher, aber es ist eigentlich eine sehr gute Variante. Gut, es hat alles funktioniert, ich weiß, man sieht gerade nichts, aber gut, es hat alles funktioniert, der Mod funktioniert und da würde ich einfach sagen, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine Bewertung da und welche Mods sollen wir als nächstes vorschlagen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Voraussetzung ist, sie sind natürlich hier im Crafting Terminal drin. Also, bis dann. Tschüss.